So Leute, ich habe jetzt ein bisschen weitergespielt und mir ist aufgefallen, dass ich bei einer Stelle gar nicht war. Und zwar bei 2F ist eine Treppe, die runtergeht. Da war ich bis jetzt auch noch nicht. Aber das Problem ist jetzt, ich habe auch alle, also die ganze Munition und sowas aufgesammelt, die hier rumlagen. Damit es einfach, das ist nämlich unnötig, das alles aufzunehmen, finde ich. Das ist einfach nur Nebensache alles. Nicht wichtig. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass wir noch die Magnum hier brauchen. Und die einzige, also das einzige, also die einzigen Räume, die wo wir nicht waren, war ist bei 2F und dann die eine Treppe runtergehen. Da kommt man ins Chefsbüro, glaube ich, oder sowas. Ja, und das Problem ist, der Tywin ist gerade hinter mir her und wenn er mich einmal schlägt, bin ich tot. Und ihn abzuhängen geht nicht. Man kann ihn nicht abhängen. Also wenn er mich einmal schlägt, bin ich direkt tot. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Aber der sind direkt hinter mir. Ich muss direkt loslaufen. Das holte mich ein. Der ist da unten. Der ist schon richtig hart nervig. Das Gefühl, ich habe so ein Gefühl von den kann man einfach nicht abhauen. Also das geht nicht. Die kann man vielleicht auf die Knie machen, aber nicht abhauen von denen. Also hier lang und dann muss ich hier lang gehen. Und dann hier die Treppe runter. Oh, warte mal. Okay, da muss ein Herz. Okay, dann hier runter. Ich hoffe mal, der verliert uns aus den Augen, weil das geht. Also, das ist einfach unmöglich. Also. Oh, Mini-Ruckler. Ich habe nicht gesehen, dass Zombies sind und der wird nicht durchbrechen. Und auch, oh, kack, der Tywin kommt schon. Och, bitte. Ich komme noch die ganzen, diese ekligen Hänger. Oh, hi Zombie. Okay, warten wir ganz kurz. Habe ich hier irgendwas umgestellt oder wieso hängt das die ganze Zeit? Ach, deswegen. Ja, ich habe ein bisschen noch mit den Einstellungen rumprobiert. Der Tywin kommt. Irgendwie läuft das nicht so ganz flüssig, aber egal. Ich ignoriere jetzt gerade einfach mal. So. Konfizierungsbericht. Datum 14. September 1998. Ort RPD, Wartezimmer 2F. Konfizierungsgrund: Verdächtiger Mann wurde am vermagten Ort gefunden. Als ein Beamter ihn zur Rede stellte, spielte er den Verwirrten, er wurde verhaftet, ein Notiz in seinem Besitz wurde weggenommen, mein Gott, Alter. Anmerkung: Ich weiß zwar sowieso, dass jeder, aber es handelt sich um Justin Hansen, 39 Jahre alt, ortssässig, alleinstehend, der regelmäßig im Gefängnis einsetzt. Es war an sich kein schlechter Kerl, aber ein spitzenhirniger Kleptomane. Ne, doch, Kleptomane. Angeblich. Dass er ausgerechnet auf der Polizeistation etwas mitgehen lassen wollte. Da ist Papierfetzen in der Plastiktüte. 2. 2, 6, 11. Das ist, glaube ich, ein Code bestimmt. Also, komm, ich muss doch irgendwo Heilung rumliegen. Ja, ganz toll. Aber warte, ich brauche den Schlüssel ja nicht mehr.
Ey, das wird jetzt so witzig. Bestimmt. Weil ich jetzt da durchgehen muss und das Problem ist, da ist ein Zombie, das ist der Tywin und da kommen gleich andere auch durch. Nein, das musst du untersuchen. Dieses wunderschöne Kästchen ist mit Juwelen verziert. Da scheint etwas drin zu sein. Ja gut, ich glaube, dass hier muss der rote Juwel rein, bestimmt. Ja. Okay, gut. Und auf, also aufher geht's gar nicht mehr. Also hier liegt überall Heilung rum, aber kein rotes. Ich habe schon. Also mir fehlt ein grünes Kraut noch. Ja, ein grünes Kraut. Ja gut. Ich finde hier noch irgendwas. Ja, hier kann ich nicht lang gehen. Dazu fehlt mir der Schlüssel. Ach nee. Oh, ich brauche hier nur eine Granate. Das hat geruckelt. Alter. What the fuck? Okay, der Arm ist. Alter, das sieht echt eklig aus. Ja, alles klar. Ach nee. Oder nee, bitte nicht. Ich glaube, ihr habt es gehört, oder? Ach, das ist doch dumm. Ach, heilige, ach Mann. Ey, das ist so eklig. Der geht jetzt weg. Oh, man sieht ja ein Stück von Greenscreen, wäre ich gerade. Ich muss ein bisschen gerade rücken. So, geht wieder. Der Stuhl beim Weg. Ich glaube, er kommt wieder, oder? Oh, sag bitte nicht, dass er wiederkommt. Ich glaube, ich kann jetzt durchrennen. Mal gucken in diesem Kästchen, was kann da drin sein? Na, mal gucken, vielleicht. Nee, Munition. Nee, irgendwas wichtig. Oh, irgendwas Wichtiges auf jeden Fall dann. Abzeichen. Oh, warte mal. Der USB-Stick, alles klar. Nee, okay, cool, ich hab's jetzt. Für die Waffe. Will ich speichern? Ja.
An sich habe ich ja genug Farbbänder, das ist ja nicht das Problem. Okay, wo war das nochmal? Hier war das. Okay, ich bin jetzt 2, ich muss 2F gehen. Oh, da kommt er ja. Ah, wenn ich jetzt sterbe, ist auch nicht schlimm, weil ich habe gespeichert, zum Glück. Zum Glück. Vor allen Dingen. Ah, oh, immer diese Ruckler, wenn ich neue Räume betrete. Ich muss kurz nachgucken. Na, ja, okay. Warte mal. Nee. Wie viel Platz habe ich noch? Okay, reicht noch. Oh. Das nervt so, diese Ruckler nerven richtig hart. Die ganze Zeit auf die Map zu gucken, nervt bestimmt auch. Ich hoffe nicht, dass es hier reingeht. Ah, okay. Neue Waffe. Lightning Hawk. Ja, das ist ein Eagle halt. Brief an die Stars-Mitglieder. An alle lieben Stars-Kameraden, wie läuft's bei euch auf der Station? Müsst ihr euch immer mit den alten Irens herumschlagen? Irens. Ich komme gerade von einem heißen Date. Ihr könnt euch sicher gut vorstellen, dass, was wir unter ihrem Regenschirm getrieben haben. Alles klar. Europa ist fantastisch. Ein Monat reicht bei weitem nicht, um auch nur an der Oberfläche zu kratzen. Vielleicht verlängere ich meinen Urlaub ja um weitere 6 Monate. Barry mag es ja nicht, mir nachzukommen. Ah, Barry, okay, Barry, den müssen wir eigentlich auch kennen. Wir wollen doch schließlich nicht alle die süßen Mädels hier rum zum Heulen bringen, oder? Überlass die Bräute ruhig mir, alles klar. Chill, wenn Claire versuchen sollte, dich zu kontaktieren, richte dir bitte auf, dass es mir gut geht. Chris Redfield ist das. Ach so, okay, gut, wir müssen eigentlich alle kennen, die da gerade standen. Oh, ich höre den. Ich frage mich aber, wozu. Irgendwas muss hier noch sein. Ich weiß bloß nicht, ob ich den USB-Stick mitnehmen soll oder nicht. Nee, der Raum ist fertig. Den USB-Stick brauche ich sicher nicht. Den lege ich einfach wieder zurück. Oder? Ah, ist so schwer. Und hier muss ich auch noch hin, so Kombinationsschloss, fällt mir gerade ein. Weil ich habe hier einen Schlüssel, der heißt glaube ich DCM, wenn ich richtig liege. Oder was im oder was anderer. Warte mal, ich muss mal nachgucken gleich. Ich habe ja verloren. Ne, ich nehme doch lieber zur Sicherheit mit. Ich weiß nicht, ob man den braucht. Also, vielleicht braucht man ihn noch später. War das hier? Nee, das war ein weiter unten. Nee, weiter oben war das. Hier war das, genau. Hier bekomme ich die Magnum-Patron, glaube ich. Oder? Ja, bestimmt. D, C, M.
Ja. Sieben Schuss. Ja, ich. Die Waffen müssen auch übertrieben stark sein, eigentlich. Okay, hier war ich schon überall. Hier ist ein Herz. Herztür, da kommen wir nicht rein. Boah. Ich muss noch zur Wäschekammer, aber ich habe so ein Gefühl, wenn ich da reingehe, sterbe ich. Ich lege jetzt ein paar Sachen ab, die ich nicht brauche. Ich glaube, da ist allgemeine Sachen, die ich nicht brauche. Hier müssten die denn die lecker sind. Wow, Alter! Heilige! Was ist denn lecker? Ist gerade irgendwas runtergesprungen? Haben ist gerade nur eingebildet. Hey, was war. Nee, hier dürften. Das ist Checkpoint. Hier dürfen keine Gegner sein. Das nehme ich mit. Nee, das lasse ich auch hier. Kann ich noch irgendwas hier kombinieren? Nee. Genau, zum Waschkammer muss ich noch. Die Waschkammer müsste hier um die Ecke sein. Ja, genau hier. Schießpulver, ja gut, kann ich gebrauchen. Ein Tresor, ja, das ist bestimmt die zweite Ersatztaste, die man braucht. Hier müsste noch irgendwas sein, oder? Auch nicht. Okay, ich mache mal kurz den Tresor fertig. Ah, okay. Das wird bestimmt witzig jetzt. Kurze Konzentration hier. Okay. Das. Verdammt. Ja, ist echt ein bisschen nervig. Aber die ganze Reihe. Na, ich mache immer den gleichen Fehler. Lul. Eins von beiden, 50-50%, dass ich es verkacke oder nicht. Ah, verkackt. Ich hab's gewusst. Ach komm schon. Okay, so lange hat es gar nicht gedauert. Ersatzteil, das ist jetzt der dritte Knopf. So, Moment. Das kann jetzt auch weg.
Das brauche ich auch noch. Der Zombie juckt nicht. Ich muss aber das Bücherregal noch bewegen. Ich habe ja den Wagenhebergriff. Oder kann ich ihn einfach ignorieren? Och, ehrlich, dann scheiß Ernst. Ich habe gerade 4 Schüsse daneben geklatscht. Na, jetzt ist er tot. Och nee, jetzt hat er mich noch gehört. Ah. Komm, wie soll ich bitte von denen abhauen? Ich meine, es geht gar nicht, man kann von denen nicht abhauen, aber. Das ist doch verdammt nervig. Ich müsste einen Blendgranat noch haben, oder? Nee, ich hab gar nichts mehr. Okay, das ist komisch. Ich muss gleich mal kurz in die Kiste gucken. Ich glaube, den Blendgranat habe ich glaube ich noch. Nee, ich hab da gar nichts. Wie soll ich das jetzt hinbekommen? Ich kann versuchen, auf die Knie zu bringen, aber ich glaube. Das braucht viel zu viel Patronen. Aber abhängen bringt, glaube ich, auch nichts. Weil der folgt mir eh. Oh. Wegmach. Ich will keinen Patron verschwenden. Ich glaube, ich probiere es mal mit der Magnum aus. Vielleicht geht er da auf den Knien. Okay, der ist auf die Knie. Ah, doch nicht. Shit. Ich habe keine Kugel verschwendet. Als ob ich jetzt die Magnum-Patron verballern muss an den, um loszuwerden. Ich habe Eco-Munition. Warum den einfach mal her? Ach, kacke. Oh. Oh mein Gott, das fuckt mich gerade so ab. Dieses Viech einfach. Wie soll man das? Als ob ich jetzt die ganzen Magnum-Patronen. Ich glaube sogar mit dem Magnum-Patron bringt das nichts.